jetzt der Oppositionsführer. In der vergangenen Woche jährte sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum ersten Mal. Seit einem Jahr begleiten uns die schrecklichen Bilder dieses Krieges. Und jenseits aller militärischen Fragen denken wir auch heute vor allem an die Menschen in der Ukraine und an den hohen Preis, den sie für die Verteidigung ihrer Freiheit zahlen. An die Männer und Frauen, die ihr Leben gelassen haben. An die zerrissenen Familien. Und wir denken auch noch einmal an den Holocaust-Überlebenden Boris Romanchenko, der hier schon öfter genannt wurde, der den Naziterror in 4 Konzentrationslager überlebt hat, der aber dann im Alter von 96 Jahren bei einem russischen Raketenangriff auf das Wohngebiet in Charkiw, da wo er gewohnt und gelebt hat, getötet worden ist. Und mittlerweile, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Anlass, mehr denn je auch an viele Kinder zu denken, die jeden Tag in den von Russland besetzten Gebieten von russischen Soldaten aus den Familien gerissen und die nach Russland deportiert werden, um dort zu Russinnen und Russen umerzogen zu werden. All das passiert nur 3 Flugstunden von hier. Nur wenige Minuten von hier entfernt hat am Wochenende eine Demonstration gegen diesen Krieg stattgefunden. Damit kein Missverständnis entsteht. Genau das zeichnet unsere Freiheit ja auch aus. Dass bei uns nämlich jeder gegen alles und auch für alles demonstrieren kann. Und für den Frieden einzutreten und für den Frieden zu demonstrieren, das ist nun wirklich aller Ehren wert. Aber wenn am Wochenende von maßgeblichen Vertreterinnen und Vertretern von ganz links und ganz rechts, auch von Abgeordneten aus Ihrer Fraktion und Ihrer Fraktion, in einer geradezu bizarren Gemeinsamkeit Täter und Opfer verwechselt werden, nicht mal so zufällig, sondern geradezu vorsätzlich. Und wenn dann noch eine der Vertreterinnen aus Ihrer Fraktion so achselzuckend im deutschen Fernsehen sagt, naja, Vergewaltigungen, die gibt's halt so in jedem Krieg. Und dann auch noch auf beiden Seiten. Und dann noch auf beiden Seiten, meine Damen und Herren, dann ist das zynisch, menschenverachtend. Dann ist das einfach nur niederträchtig und dann ist das beschämend für unser ganzes Land. Und wenn Sie dann hier Zwischenrufe machen, dann möchte ich Ihnen sagen, es wäre doch ganz schön, wenn diese Kollegin hier heute Morgen an dieser Debatte mal teilnehmen würde, statt in Deutschland durch jede Fernsehsendung zu gehen und den Beifall von der Seite dann auch noch einzuholen. Gegen diesen Zynismus, meine Damen und Herren, müssen wir aus der Mitte dieses Parlaments heraus der Bevölkerung in Deutschland immer wieder sagen, dies ist und bleibt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands. Es gibt nur einen, der ganz allein für diesen Krieg verantwortlich ist. Und der Mann heißt Wladimir Putin. Nur einen, meine Damen und Herren. Der Aufruf, diesen Krieg zu beenden, kann sich nur und allein gegen Putin und sein Regime in Russland wenden. Nur gegen einen. Lassen Sie mich mit einem ganz einfachen Satz sagen. Wenn Russland heute die Waffen schweigen lässt, dann ist morgen der Krieg zu Ende.
Wenn die Ukraine heute die Waffen niederlegt, dann ist morgen das ukrainische Volk und die Ukraine als Staat am Ende. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren, den Sie und den Sie auch hier irgendwann einmal akzeptieren sollten. Meine Damen und Herren, wir müssen diesen Krieg aber auch bitte richtig einordnen. Dies ist nicht allein ein Krieg des größten Landes in Europa gegen das zweitgrößte Land in Europa. Das wäre für sich genommen schon schrecklich genug. Es ist ein Krieg, der stellvertretend steht für die Absicht zahlreicher autokratischer Staaten auf dieser Welt, die Welt in Einflusssphären neu einzuteilen und politische Dominanz mit militärischer Gewalt in ihrer jeweiligen Region durchzusetzen. Und vielleicht bringt es die Neue Zürcher Zeitung vor einigen Tagen genau auf den richtigen Punkt. Es ist, so schreibt der Autor, der erste große Krieg, der unter den Bedingungen der Globalisierung ausgetragen wird. Gekämpft wird nicht allein an Don und Dnipro. Zur Disposition steht die globale Machtverteilung. Meine Damen und Herren, wir haben diesen Krieg heute hier im Deutschen Bundestag erneut zu besprechen. Sie, Herr Bundeskanzler, haben ihn vor einem Jahr vollkommen zu Recht als eine Zeitenwende beschrieben. Aber was folgt nun aus dieser Beschreibung und diesem Wort? Ja, Sie haben ohne Zweifel zu Recht erneut darauf hingewiesen, Europäer in der EU und die Verbündeten in der NATO sind nicht auseinandergefallen, sondern sie sind zusammengeblieben und haben der Ukraine in vielerlei Hinsicht geholfen. Humanitär, finanziell und eben Gott sei Dank auch militärisch. Zum ganzen Bild gehört aber leider auch dazu, ohne die Hilfe der Amerikaner wäre die Hauptstadt Kiew und damit das ganze Land heute längst in russischer Hand. Die Europäer allein wären zu schwach und sie wären zusammen auch nicht willens genug, der Ukraine in dem Umfang zu helfen, wie es bisher geschehen ist. Und selbst diese Hilfe, Herr Bundeskanzler, haben Sie vor allem in Bezug auf Schützenpanzer und Kampfpanzer bis zum Schluss von den Amerikanern abhängig gemacht. Sie haben dann zwar oft gesagt, dass Sie das so wollen, aber Sie haben uns bis heute die Antwort nicht darauf gegeben, warum Sie das eigentlich so wollten. Und vielleicht hat der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten vor wenigen Tagen im amerikanischen Fernsehen die Antwort gegeben. Er hat gesagt wörtlich, im Interesse des Bündnisses und um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie haben möchte, obwohl die Abrams nicht das Werkzeug sind, das sie braucht, sagte der Präsident, okay, ich werde der Führer der freien Welt sein, ich werde Abrams liefern, wenn ihr jetzt Leopards liefert. Ende dieses Interviews, diese Leopards, nicht die Abrams, diese Leopards werden jetzt geliefert. Ende dieses Zitats aus dem Interview von Lake Sullivan. Warum geht der wenige Tage, bevor Sie erneut nach Washington fahren, mit einem solchen Wort in die Öffentlichkeit? Ich kann dem nur aus zwei Gründen einen Sinn abgewinnen. Erstens, er will uns deutlich klar sagen, es sind nicht die Abrams, es sind die Leopardpanzer, die notwendig sind. Und es war der Widerstand des deutschen Bundeskanzlers, der überwunden werden musste mit einem Wort des amerikanischen Präsidenten. Aber es gibt eine zweite Begründung dafür, dass der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten mit einem solchen Interview in die Öffentlichkeit geht. Die zweite Begründung ist, das machen wir einmal, aber kein zweites Mal. Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie heute erneut in die USA reisen, dann hätten Sie doch diese Regierungserklärung zum Anlass nehmen können, einmal zu begründen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser erneuten Reise. Sie ist weder vorbereitet mit dem, was Sie uns hier heute gesagt haben, noch nehmen Sie Journalisten mit, noch haben Sie dort ein Abschlusskommuniqué vorbereitet.
Was ist der Sinn Ihrer Reise heute nach Washington? Warum reisen Sie dorthin? Sie hätten das heute eigentlich hier erklären können. Sie haben 3 Tage nach dem Beginn dieses Krieges, ja, Sie wissen es offensichtlich auch nicht, anders kann ich mir die Unruhe in Ihren Reihen nicht erklären. Sie haben am 27. Februar 2022 in Ihrer Regierungserklärung mit unserer Zustimmung ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgeschlagen, das wir dann auch gemeinsam beschlossen und in das Grundgesetz aufgenommen haben. Und Sie haben erklärt, dass von nun an und sofort mehr als 2% des BIP für die Ausrüstung der Bundeswehr zur Verfügung stehen. Herr Bundeskanzler, ein Jahr später müssen wir feststellen, der Verteidigungsetat im Jahr 2023 ist gegenüber dem Verteidigungsetat des Jahres 2022 um 300 Millionen Euro gesunken. Wir entfernen uns von diesem Ziel der 2%, wir nähern uns ihm nicht. Und 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, davon sind nach Stand von heute, wenn der Deutsche Bundestag richtig informiert worden ist, 600 Millionen Euro ausgegeben. Und weitere Bestellungen lassen auf sich warten. Sie haben völlig zu Recht hier die Zusammenarbeit in der Industrie auch mit den europäischen Partnern angesprochen. Aber warum sind denn diese Bestellungen, warum sind denn diese Entscheidungen nicht alle schon längst im letzten Jahr getroffen worden? Sie haben uns hier unter großen Zeitdruck gesetzt. Die Grundgesetzänderung musste innerhalb von wenigen Wochen beschlossen werden. Anfang Juni ist sie getroffen worden. Was ist eigentlich im zweiten Halbjahr 2022 geschehen, dass diese Zusagen, die Sie gegeben haben, auch umgesetzt werden? Und vielleicht müssen Sie immer noch die Widerstände in Ihren eigenen Reihen für diese Aus- und Aufrüstung der Bundeswehr überwinden. Ich will es mit einem Satz sagen, den die Ministerpräsidentin des Landes Estland vor einigen Tagen gesagt hat. Und dieser Satz ist in Stein gemeißelt. Der wird für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte gelten. Sie hat gesagt, die Freiheit muss immer besser bewaffnet sein als die Tyrannei. Und genau das ist die richtige Antwort auf diese Aggression Putins. Wir werden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Sicherheit in Europa nicht mehr mit Russland, sondern Sicherheit in Europa gegen Russland organisieren müssen. Und dazu, Herr Bundeskanzler, müssen Entscheidungen getroffen werden und nicht nur Regierungserklärungen abgegeben werden. Sie haben interessanterweise in Ihrer Regierungserklärung heute Morgen, wenn ich es nicht überhört habe, kein Wort mehr zu Ihrer nationalen Sicherheitsstrategie gesagt. Sie haben diese nationale Sicherheitsstrategie angekündigt für das Ende des letzten Jahres. Dann ist sie verzögert worden, verspätet, sollte sie zur Münchner Sicherheitskonferenz vorgetragen worden sein. Jetzt soll sie Ende des Monats März veröffentlicht werden. Das Einzige, was wir bisher wissen von dem, was Sie nationale Sicherheitsstrategie nennen, ist ein lang andauernder Kompetenzstreit zwischen Verteidigungsministerium, Außenministerium und Bundeskanzler, wo denn diese nationale Sicherheitsstrategie in Zukunft lokalisiert sein soll. Aber der Inhalt dieser nationalen Sicherheitsstrategie, Herr Bundeskanzler, lässt weiter auf sich warten. Sie streiten in dieser Koalition über Zuständigkeiten, statt in den strategischen Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen, wirklich Antworten zu geben und nicht zu zögern und zu zaudern und wieder einmal zu spät zu kommen. Und dann haben Sie völlig zu Recht China angesprochen. Das wird neben diesem Krieg vermutlich die nächste große Herausforderung sein, vor der wir alle stehen. Das Verhältnis zu China ist klärungsbedürftig. Lassen Sie mich nur auf einen Punkt eingehen, den Sie uns hier immer zu Recht, wie ich finde, auch vorhalten. Wir haben zu lange an Nord Stream 2 festgehalten. Aber das, was Russland mit Nord Stream 2 gemacht hat, das, was Russland mit Nord Stream 2 gemacht hat, macht die Volksrepublik China seit Jahren mit ihrer sogenannten neuen Seidenstraße. Das ist ein genauso imperiales Projekt, um wirtschaftlichen Einfluss
und politische Macht in einer viel größeren Region zu gewinnen, als Russland in der Lage war, mit Nord Stream 2 zu erreichen. Wir sollten auch mit diesem Projekt den Fehler, den wir alle gemacht haben mit Nord Stream 2, nicht noch einmal wiederholen. Wir müssen dieses Projekt strategisch richtig einordnen. Es ist ein imperiales Projekt der Volksrepublik China und nicht etwa ein altruistisches oder wirtschaftliches Projekt, so wie wir einmal Nord Stream 2 bezeichnet haben. Lassen Sie mich abschließend noch zu den wirtschaftspolitischen Folgen dieses Krieges etwas sagen. Ja, wir haben uns hier gemeinsam darum bemüht, Antworten zu geben. Wir haben lange gerungen, auch gestritten um die Gasumlage und dann um die Preisbremsen. Einige davon treten nun gerade heute in Kraft. Wir sind gut durch den Winter gekommen. Wobei die Cassandra-Rufe, wie schrecklich das alles wird, die kamen nicht von uns. Die kamen auch nicht, nein, die kamen nicht von uns. Die kamen auch nicht aus der Industrie, die kamen zum ganz großen Teil aus Ihrer Regierung und von Ihrem Bundeswirtschaftsminister. Aber wenn wir jetzt heute feststellen können, dass das einigermaßen gut gegangen ist, dann hat das Ursachen, die zum Beispiel in den privaten Haushalten liegen, die gespart haben, die im milden Winter liegen und die natürlich auch bei der Industrie liegen. Aber die Industrie, meine Damen und Herren, hat nicht gespart, sondern die Industrie hat Produktionen stillgelegt. Und deswegen will ich einen kurzen Blick auf die wirtschaftliche Lage des Jahres 2022 werfen. Wir haben im Jahr 2022 das erste Mal in Deutschland eine Industrieproduktion gehabt, die unter 20% unserer Wertschöpfung liegt. Das ist das erste Mal, dass wir unter 20% liegen in einem Industrieland Bundesrepublik Deutschland. Und die Industrievertreter, die regelmäßig mit ihrer Regierung sprechen, kommen mittlerweile zu uns und sagen wörtlich, ich zitiere, wir sind diese Laberrunden leid, wenn jede Woche neue Vorschläge gemacht werden, wie die Industrie, die Arbeitsplätze, die Wirtschaft in Deutschland belastet werden und nicht etwa, wie sie entlastet werden und wie sie eine Möglichkeit haben, in Deutschland auch zu produzieren und Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist die Wahrheit Ihrer Wirtschaftspolitik. Und Herr Bundeskanzler, ich kann und will es Ihnen auch gar nicht ersparen. Sie sitzen einer tief zerstrittenen Koalition vor, aus der her regelmäßig heraus jede Woche neue Vorschläge kommen, was man denn verbieten könnte und was man noch weiter regulieren könnte. Und bevor diese Vorschläge einzelner Kabinettsmitglieder von uns hier den Deutschen Bundestag erreicht haben, steht schon der Generalsekretär der FDP im Fernsehen und erklärt, das sei alles mit der FDP nicht zu machen. Das ist die Arbeitsmethode Ihrer Regierung. So arbeiten Sie. Vielen Dank für den Beifall aus den Reihen der FDP. Ich nehme an, Sie gehören trotzdem noch dieser Koalition an. Meine Damen und Herren, wir wollen Sie, Herr Bundeskanzler, wir wollen Sie bei Ihren Bemühungen, diesen Krieg gemeinsam mit den Partnern in der EU und in der NATO einzudämmen, zurückzudrängen, weiter unterstützen. Wir tun das aus tiefer innerer Überzeugung. Wir bleiben aber auch dabei zu sagen, Sie bleiben heute ein Jahr nach dem Beginn des Krieges mit den entscheidenden Weichenstellungen Ihrer Regierung weit hinter den selbstgesetzten Ansprüchen Ihrer Zeitenwende zurück. Das muss in den nächsten Wochen und Monaten besser werden, sonst wird es nicht gelingen. Friedrich Merz, CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender und natürlich auch CDU-Parteivorsitzender, zu Beginn mit einer für seine Verhältnisse, wie ich finde, ungewohnt emotionalen Rede, die insbesondere verwiesen hat auf die Opfer dieses Krieges in der Ukraine. Dann ist er heftig ins Gericht gegangen mit denen, die eine seiner Meinung nach Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Niederträchtig und beschämend sei das und dies erwarte er die Protagonisten auch im Bundestag und nicht nur in Talkshows. Britta Hasselmann für Bündnis 90 Die Grünen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der sich nicht erschlossen hat, was die Botschaft von Friedrich Merz sein soll. Ich glaube, dass es an diesem Tag nicht darauf ankommt, zu klären, welche Journalisten der Kanzler mit in die Staaten nimmt. Für mich geht es auch nicht darum, daran rumzumäkeln, dass die Bundesregierung sich aufgemacht hat,
eine nationale Sicherheitsstrategie zu entwickeln, denn diese Bundesregierung tut es wenigstens. Sie waren 16 Jahre im Amt. Meine Damen und Herren, und es geht auch nicht darum, nicht darüber zu reden, welche Fehler in Zeiten der Großen Koalition gemacht wurden, im Hinblick auf völlig verfehlte geostrategische und energiepolitische Entscheidungen bei Nord Stream 2. Auch die haben Sie zu verantworten, genauso wie die SPD in der Großen Koalition. Und die Situation, die wir hier vorgefunden haben, was die Frage der Energiesicherheit, der Versorgungssicherheit angeht, leere Gasspeicher und eine Abhängigkeit von fossilen Energien, die haben auch Sie zu verantworten, Herr Merz. Und deshalb, glaube ich, ist es unklug, Haltungsnoten in Richtung des Wirtschaftsministeriums zu verteilen. Ich bin froh, dass Robert Habeck und die Leute im Wirtschaftsministerium gemeinsam in der Bundesregierung dafür gesorgt haben, dass wir so gut über den Winter gekommen sind. Und daraus sollten Sie kein kleinteiliges, parteipolitisches, irgendwelche Industrie-, Wirtschaftsverbände und Unternehmen würden dieser Bundesregierung nichts zutrauen. Ich rate dazu, dass Sie nicht mit Ihren eigenen Wirtschaftsverbänden reden, sondern mal reinhorchen in Industrie, in Wirtschaft, in Handwerk. Denn die wissen ganz genau, was in dieser Krisensituation bewältigt wurde, was auf den Weg gebracht wurde. Meine Damen und Herren, wo standen wir vor einem Jahr? Entsetzten über den Krieg in Europa, Entsetzten und Befürchtungen um die Ukraine, der Tatsache, dass angesichts der russischen Übermacht die Ukraine vielleicht in wenigen Tagen überrannt sein könnte. Die Botschaft in dieser schrecklichen Lage ist ein Jahr später, heute: die Ukraine lebt und die Ukraine wehrt sich. Herr Botschafter Oleksiy Makejew, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Respekt, meine Hochachtung für den Mut und den Willen der Ukraine, ihr Land, ihre Freiheit und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen, aussprechen. Danke, dass Sie heute hier sind, und danke, dass wir unsere Gedanken, unsere Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, mit Ihnen allen teilen können. Aber welche Kosten dieser sinnlose, brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg fordert, sehen wir jeden Tag. Und wir müssen nur genau hinsehen. Das tun nicht alle hier im Haus. Man kann darüber eigentlich nicht hinwegsehen. Flucht, Vertreibung, Tod, Leid, Vergewaltigung von Frauen als Kriegswaffe systematisch eingesetzt, die Verschleppung von Kindern. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind erschöpft vom Krieg, vom Alltag, vom Stromausfall, vom ständigen Alarm. Jede und jeder hat irgendwen zu betrauern, weil Tod oder Flucht zu ihrem Leben gehört. Und gleichzeitig ist da so viel Hoffnung, und das bewundere ich zutiefst. Mehr als 365 Tage Ausnahmezustand für die vielen Kinder, deren Alltag nicht das Kindsein, das Unbekümmertsein in sich trägt, sondern die Warn-App, der Schutzkeller, die Entbehrung, die Gefahren und das große Thema Verlust. Und das ist furchtbar. Für diejenigen, die geblieben sind, sie erleben das jeden Tag. Und gleichzeitig diese Entschlossenheit,
nicht aufzugeben und für ihr Land, für Freiheit und Selbstbestimmung zu kämpfen. Was können wir tun? Wir geben Unterstützung und damit hoffentlich ein bisschen Kraft und ein bisschen Rückhalt. Und wir stehen fest an ihrer Seite und den Menschen in der Ukraine. Putin ist es, der der Aggressor ist. Und Putin kann diesen Krieg sofort beenden. Und ich kann es nicht mehr hören. Der Gegensatz, der insbesondere von Ihnen konstruiert wird. Diplomatie oder Waffen. Nein, liebe Linke, darum geht es nicht. Die Ukraine braucht die Unterstützung, und zwar humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Sonst könnte sie sich nicht selbst verteidigen. Und sie hat alles Recht der Welt dazu, das zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, ich nehme die Sorgen und Ängste der Menschen im Land sehr ernst. Wer von uns wünscht sich keinen Frieden? Wer hat Angst vor Krieg? Natürlich ist das eine ganz, ganz große Sorge vieler, vieler Menschen. Und die müssen wir ernst nehmen, diese Besorgnis. Aber so zu tun und den Menschen weiszumachen, als ginge es um Diplomatie oder Waffen, ist falsch. Und sie wissen, was sie tun damit und welche Geister sie rufen. Meine Damen und Herren, und wer sich am letzten Wochenende wissend gemein macht mit den Rechten, hier im Haus und mit den Rechten im Land, das war ein durchschaubares, billiges Spiel, und ich finde das unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und deshalb, Putin kann diesen Krieg sofort beenden. Denn, meine Damen und Herren, hört Putin auf zu kämpfen, endet dieser Krieg, und zwar sofort. Hört die Ukraine auf zu kämpfen, endet die Ukraine. Und das weiß jede und jeder, und deshalb müssen wir verantwortlich handeln, auch wenn es schwerfällt, auch wenn man hadert, auch wenn man sich jeden Tag fragt, ob es genug ist, was man tut. Aber wir müssen entschlossen handeln, und zwar humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Und selbstverständlich auch mit Diplomatie. Nichts anderes ist letzte Woche bei der UN-Vollversammlung passiert. 141 Staaten haben Putin aufgefordert, diesen Krieg sofort zu beenden, die Waffen zu stoppen. Warum bringen Sie es eigentlich nicht fertig, das zu tun, meine Damen und Herren? Warum? Deshalb gehört die Diplomatie genauso dazu wie alle andere Unterstützung. Und die Kraftanstrengung, die die Zeitenwende hier bedeutet hat, seit einem Jahr, das Sondervermögen, die Frage von innerer Sicherheit, Cybersicherheit, die Frage von Stärkung des Zivilschutzes und des Bevölkerungsschutzes, eine Politik, die die Energiesicherheit und Versorgungssicherheit stabilisiert, denn da hatten sie keine Vorsorge getroffen. Genauso notwendig wie auch die Frage, was machen wir mit der einen Welt, wie können wir die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit und die ganzen Krisen- und Konfliktpräventionen stärken. Auch darum geht es, und darum bemüht sich diese Regierung seit einem Jahr mit Unterstützung von uns im Parlament. Und ich bin froh, dass unsere Handlungsmaxime die ist, Verantwortungsübernahme in dieser schwierigen Zeit. Denn es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Demokratie und Menschenrechte. Und da sind wir gefordert, Verantwortung zu zeigen, und das tun wir an dieser Stelle. Vielen Dank. Britta Hasselmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hat hier mal betont, dass sie die Sorgen der Menschen vor einem Krieg auch hier in Deutschland sehr ernst nehme, also die Sorgen der Menschen hier. Aber sie kritisiert auch noch einmal heftig diverse Reden von einer Demonstration am vergangenen Wochenende hier in Berlin. Tino Chrupalla für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Vor nunmehr einem Jahr fielen in der Ukraine die ersten Schüsse und russische Truppen marschierten ins Land. Seit nunmehr einem Jahr haben wir wieder Krieg in Europa. Menschen aus der Ukraine und Russland sterben tagtäglich und Mütter stehen wieder vor Soldatengräbern. Wir alle hier hofften, sowas niemals erleben zu müssen. Und genau deshalb irritiert es umso mehr, dass sich das gemeinsame Ziel nach Frieden, und das war es nach dem Zweiten Weltkrieg, so verschoben hat. Waren wir uns alle damals einig, dass die Waffen schweigen müssen, wird heute wieder über Kriegsgewinner gesprochen. Und Herr Merz und auch Frau Hasselmann, Ihre Kriegsrhetorik, die Sie hier heute wieder an den Tag gelegt haben, ist gefährlich für Deutschland und auch für Europa. Da hört man dann Sätze, die Ukraine müsse gewinnen und Russland müsse verlieren. So die Sprachrohre von Ihnen und auch der Rüstungsindustrie und der ehemaligen Besatzer aus Amerika. Und ich sage es hier wieder ganz deutlich, aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA. Wie oft drohte diesem Land in den letzten Jahren die Zahlungsunfähigkeit? Und wie reagieren wir hier in Europa? Wir finanzieren einerseits den US-amerikanischen Land-Lease Act aus den Steuergeldern unserer Bürger und befeuern damit andererseits den Krieg auf unserem eigenen Kontinent. Und zusätzlich liefert die deutsche Bundesregierung erst Ausrüstung, jetzt noch schwere Waffen in einen Krieg, in dem wir uns besser eben nicht einmischen sollten. Denn es ist nicht unser Krieg. Und auch die beschworenen Bündnisverpflichtungen aus dem Kalten Krieg haben nicht das Ziel, Frieden wiederherzustellen, sondern sie wollen das größte Land der Welt, eine Atommacht, politisch zerschlagen. Das ist einfach nur größenwahnsinnig. Und nein, ich befürworte nicht die russische Kriegsstrategie. Aber beide Seiten, die russische und die ukrainische, müssen sich schnellstmöglich auf dem diplomatischen Wege ein Ende dieses Konflikts konzentrieren. Das muss das Ziel sein. Diplomatie muss immer die erste Formel sein in diesem Krieg. Die Bundesregierung betreibt die Politik eines simplen Freund-Feind-Schema. Sie und Ihre Minister sprechen und brechen stabile Brücken in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur einfach ab. Sie vernichten damit die Arbeit von Jahrzehnten, von Generationen, die an einem friedlichen Kontinent in Europa gearbeitet haben. Und Sie wollen uns wirklich hier erzählen, dass unsere engsten Vertrauten, die auf dem nordamerikanischen Kontinent leben, dass das jetzt unsere neue einseitige Karte sein soll, Herr Bundeskanzler? Im Fall von Russland haben Sie es doch auch verstanden. Staaten haben keine Freunde. Staaten haben Interessen. Und Präsident Biden weiß, diese für sein Land zu vertreten. Ihnen und Ihrer Bundesregierung scheint allerdings unser Land mittlerweile immer gleichgültiger zu werden. Mittlerweile planen deutsche und europäische Firmen in die USA abzuwandern, weil dort wirtschaftsfreundlichere Bedingungen vorherrschen und weil man mit Subventionen lockt. Machen das gute Freunde, gerade jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation. Nochmal, es geht um Interessen und das ist auch völlig legitim. Und darum frage ich Sie, wann und warum haben Sie die Partnerschaft auf Augenhöhe verlassen, Herr Scholz? Warum richten wir uns politisch einseitig transatlantisch aus? Und wem nutzt es vor allem? Deutschland jedenfalls nicht. Aktuell verlieren nicht nur die beiden Kriegsparteien, sondern auch der europäische Kontinent und Deutschland. Meine Damen und Herren, seit einem Jahr sehen wir aber auch, wie andere Länder auf die politische Umgestaltung der Welt reagieren. Indien, Brasilien oder China scheinen in ihrer Identität selbstbewusster zu sein. Sie verstecken sich nicht hinter einer wertegeleiteten Politik. Wo sehen Sie die Ursachen dafür, Frau Baerbock? Und wie möchten Sie darauf reagieren? Wieder mit wirtschaftlichen Sanktionen. Damit treffen Sie wieder bloß die Bürger in den Ländern und natürlich die Bevölkerung im eigenen Land, in Deutschland. Zugutehalten muss man Ihnen, Herr Bundeskanzler, dass Sie die Zeitenwende jedenfalls nicht angestoßen haben. Allerdings machen Sie sich im Prozess dieser Transformation zum Spielball Dritter. Damit folgen Sie der desaströsen CDU-Merkel-Politik der letzten knapp zwei Jahrzehnte. Selbst den Politikstil kopiert diese Bundesregierung kopflos, unvernünftig und kurzsichtig. Denken Sie dabei nur an die bewusste Demontage der Bundeswehr. Damit wurde in Kauf genommen, nicht verteidigungsbereit zu sein. Oder den übereilten Ausstieg aus der Kernenergie.
Wir haben bis heute keine grund- und dauerlastfähige Energieversorgung in diesem Land, aber beerdigen zuerst die Kernkraft, gefolgt von der Gasversorgung, die als Übergangstechnologie propagiert wurde. Und bis heute ist es Ihnen offensichtlich auch vollkommen egal, wer den Anschlag auf Nord Stream und die damit unsere kritische Infrastruktur verübt hat. Und deshalb fragen Sie in Washington nach, Herr Scholz. Ich glaube, das ist der richtige Ort, um nachzufragen. Und wissen Sie eigentlich, was die höchsten Energiepreise der Welt für Betriebe des deutschen Mittelstandes bedeuten? Die Produktion droht immer unwirtschaftlicher zu werden. Kombiniert mit der Steuer- und Abgabenlast, dem übergroßen Verwaltungsaufwand und den hohen Arbeitskosten verlieren Deutschland und deutsche Produkte mehr und mehr die Konkurrenzfähigkeit auf dem europäischen, aber auch auf dem Weltmarkt. Kurz, Sie betreiben eine Politik, die Deutschland immer weiter deindustrialisieren wird. Und das kann nicht Ihr Plan sein, Herr Bundeskanzler. Sie fahren, wie Ihre Vorgängerregierung, die Wirtschaftsmaschine Deutschland permanent auf Verschleiß. Das betrifft auch den personellen Bereich. Die Grundversorgung, gerade im ländlichen Bereich, wird immer schlechter, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Wir haben keine Ärzte, aber auch keine Bäcker, keine Dachdecker, keine Heizungsbauer, keine Lehrer, keine Polizisten. Aber seit 2015 bekommen wir hier das Versprechen der Einwanderer, die diese Lücke schließen soll. Wie viele Zugewanderte zahlen heute eigentlich in die Sozialsysteme ein, aus denen Sie und die dazugehörigen Familien Leistungen beziehen? Und wie viel Prozent der Eingewanderten sind straffällig geworden? Die Antworten kennen Sie alle hier, aber Sie leugnen sie und Sie wollen sie nicht wahrhaben. Ihre Politik schafft keine Anreize für wirkliche Fachkräfte, die wir sicherlich auch brauchen. Und schauen Sie sich doch die Welt an, die wirkliche Fachkraft, egal wo sie auf der Welt lebt, warum sollte sie ausgerechnet nach Deutschland kommen? Warum? Und es kümmert Sie auch überhaupt nicht, dass immer mehr deutsche Jugendliche ohne Schul- oder Berufsabschluss dastehen. Und bereits jetzt haben wir in Deutschland auch Verteilungskämpfe, vor denen wir immer wieder auch gewarnt haben. Beispiel Lörrach, 40 Mieter aus Wohnung geworfen. Berlin-Wedding, ein Altenpflegeheim wird zu Flüchtlingswohnheim umfunktioniert, weil das Land für Flüchtlinge mehr Zuschüsse zahlt als für Senioren. Das ist einfach ungeheuerlich und das ist zynisch, Herr Merz. Und deshalb kümmern Sie sich erst mal um die Probleme im eigenen Land, bevor Sie versuchen, die ganze Welt mit Ihren guten Ratschlägen zu retten. Aber das scheint Ihnen ja mittlerweile zu gefallen. Arrogant und überheblich tragen Sie hier heute auch wieder Ihre ideologischen Wertevorstellungen vor sich her. Sie glauben anscheinend, der Staat sollte bei den Bürgern ideologisch nachhelfen oder sollte sich sagen, Nachdenken helfen. Ihre Versuche des betreuten Denkens haben bereits gefährliche Züge angenommen. Die hypermoralisieren und legen ein Schwarz-Weiß-Denken mittlerweile an den Tag, was unerträglich geworden ist. Und wer Ihnen nicht zustimmt, wird mittlerweile abgestempelt und ausgegrenzt. Siehe die aktuelle Debatte um den Krieg in der Ukraine. Mir scheint, Sie machen alle unliebsam mundtot, weil Sie sich dem demokratischen Diskurs nicht aussetzen wollen. Woran liegt das? Warum versuchen Sie im gleichen Moment, andere Länder zu belehren, dass diese mindestens undemokratisch sind? Mit Ihrer Art von Politik machen Sie sich zum Totengräber unseres Grundgesetzes, was das Recht auf freie Meinungsäußerung genauso garantiert wie die von Ihnen so viel beschworene Vielfalt. Die Wahrheit ist, Sie setzen alles daran, die Gesellschaft weiterhin zu spalten, frei nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Monatelang wurden die Kritiker der Corona-Politik der vergangenen Regierung, aber auch dieser Regierung, diffamiert und beschimpft. Heute zeigen sich in den Impfschäden oder auch in den psychosozialen Erkrankungen der Kinder die Auswirkungen Ihrer Maßnahme. Und Herr Lauterbach, wo ist heute Ihre Staubmaske? Die fehlt ja heute. Das sieht man doch. Und so lassen sich zahlreiche Beispiele nennen. Sie treiben eine Transformation voran, die nicht Weiterentwicklung, sondern Einengung bedeutet. Sie machen Politik gegen die Bürger und vor allem zu deren Lasten. Noch vor 2 Jahren wurden Prämien dafür gezahlt, dass alte Ölheizungen durch moderne Gasheizungen ersetzt werden. Und die Bürger haben investiert und darauf vertraut, für die nächsten Jahrzehnte sicher und günstig mit Energie versorgt zu werden. Das war genauso und ist genauso ein Schwachsinn wie damals die Gasumlage, Herr Habeck. Das ist Ihre desaströse Wirtschaftspolitik. Und wie reagieren Sie, wenn die Bürger das nicht mitmachen wollen? Ganz einfach. Mit einem Verbot. Nichts anderes kann diese Bundesregierung und vor allem die grüne Politik mit verboten. Sie machen sich den gesamten politischen Betrieb für die Bürger immer unberechenbarer und unglaubwürdiger. Meine Damen und Herren, weder das Tilgen von Straßennamen noch eine feministische Außenpolitik sind Lösungen oder das, was unsere Bürger wollen.
oder Deutschland brauchen. Wir brauchen eine Bundesregierung, die im Interesse aller Bürger handelt, die tagtäglich zur Wertschöpfung beitragen oder beigetragen haben. Sie haben ein Recht auf eine Politik, die für den Erhalt der Heimat und der eigenen Identität einsteht. Die aktuelle Transformationspolitik oder wie Sie es nennen, Zeitenwende dieser Bundesregierung führt allerdings in eine Zukunft ohne Frieden und ohne wirtschaftliche Sicherheit. Vielen Dank. Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Fraktion, kritisiert die, ich zitiere, russische Kriegsstrategie. Allerdings kritisiert er nicht den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Krieg Russlands gegen die Ukraine an sich. Die Verantwortung liege da bei Deutschland und den USA. Christian Dürr für die FDP-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, ich hatte Anfang diesen Monats die Gelegenheit, mit Kollegen aus meiner Fraktion die Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster zu besuchen. Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine konnte ich mich mit denjenigen austauschen, die im Zentrum der Zeitenwende stehen. An der Panzertruppenschule in Munster werden ukrainische Streitkräfte, werden ukrainische Soldatinnen und Soldaten am Schützenpanzer Marder, am Leopard von deutschen Soldaten ausgebildet. Am westlichen Gerät werden ukrainische Soldaten von ihren deutschen Kameradinnen und Kameraden ausgebildet, um verteidigungsfähig zu sein in diesem fürchterlichen Angriffskrieg, meine Damen und Herren. Putin hat die Ukraine, Putin hat Europa, Putin hat die NATO und die liberalen Demokratien der Welt unterschätzt. Wir sind stärker als dieser Aggressor. Das zeigt insbesondere die Bundeswehr und unsere Soldatinnen und Soldaten, liebe Freunde. Er hat das Gegenteil dessen erreicht, was er wollte. Er wollte die NATO spalten. Er wollte das westliche Bündnis spalten. Die Wahrheit ist, wir werden zwei neue Mitglieder im Kreis der NATO begrüßen können in der kommenden Zeit. Und ich will zudem etwas sagen, wie auch die deutsche Debatte darüber verläuft, angesichts der Rede meines Vorredners und auch der Demonstration, die in den letzten Tagen nicht weit von hier am Brandenburger Tor stattgefunden habe, an der Demonstration, an der Solidaritätsdemonstration für die Ukraine durfte ich selbst mit vielen Kollegen aus diesem Haus teilnehmen. Die andere Demonstration muss ja auch erwähnt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist vollkommen zulässig in einer Demokratie, Entscheidungen von Regierungen und politische Meinungen von Fraktionen in diesem Hause zu kritisieren. Es ist zulässig, natürlich darüber zu diskutieren, wie wir innerhalb des westlichen Bündnisses die Ukraine unterstützen. Aber eines ist nicht zulässig. Täter und Opfer bewusst zu verwechseln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht zulässig. Und ich sage das in der Deutlichkeit, weil ich glaube, dass die demokratischen Fraktionen genau das nicht zulassen dürfen. Und das sage ich in Richtung der Kollegen und Kollegen der Linkspartei. Ich unterstelle nicht, dass Ihre gesamte Partei und Fraktion so denkt wie Frau Wagenknecht. Aber wenn das so ist, wenn Sie nicht alle so denken wie diejenigen, die an dieser fürchterlichen Demo teilgenommen haben, wenn das nicht so ist, wenn, dass Sie so denken wie diese rechte Fraktion, dann müssen Sie sich von diesen Kräften in Ihrer Partei trennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen sich von denen distanzieren und lossagen. Denn die Märchenerzählung, es ginge ausschließlich um militärische Maßnahmen, die ist schlicht falsch. Und der Bundeskanzler hat es vorhin erwähnt. Die finanzielle Unterstützung der Ukraine, die der Bundesfinanzminister im G7-Format, als wir die Präsidentschaft hatten, organisiert hatten, hat sichergestellt, dass die Ukraine auch in ihrer staatlichen Integrität, in ihrer staatlichen Funktionalität in diesem Angriffskrieg erhalten bleibt. Oder die Unterstützung im Justizbereich. Es werden heute diese Kriegsverbrechen dokumentiert. Das Ziel muss sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Kriegsverbrechen Russlands am Ende auch geahndet werden. Das ist die Antwort auf diesen Krieg. Das ist die Antwort der westlichen liberalen Demokratien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auf drei Punkte eingehen in meiner Rede. Die Sicherheitspolitik
die wir gehabt haben in den letzten Jahren, war ganz entscheidend natürlich von der Unterstützung der USA. Und wir haben hier eine Abhängigkeit gehabt, die uns jetzt gefährlich geworden ist. Und das ist ja auch richtig hier gesagt worden. Unsere Energiepolitik war abhängig vom billigen russischen Erdgas. Auch das ist allgemein festgestellt worden. Das hat nicht funktioniert. Und unsere Wirtschaftspolitik war in der Vergangenheit zu sehr fokussiert auf autokratische Regime und nicht auf die liberalen Demokratien. Ich will deswegen zuerst etwas zur Sicherheitspolitik sagen. Ich bin der CDU-CSU-Fraktion dankbar, dass sie das Sondervermögen für die Bundeswehr unterstützt hat. Ich verstehe jede Ungeduld. Ich sehe auch, dass der neue Bundesverteidigungsminister das zum obersten Ziel erklärt hat, nämlich die Truppe so auszustatten, insbesondere weil wir jetzt Material an die Ukraine liefern, dass das bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt. Herr Merz, Sie haben in Ihrer Rede vor einem Jahr gesagt, in Wahrheit stehen wir spätestens mit dieser Woche, das war wenige Tage nach dem Ausbruch des Krieges, in Wahrheit stehen wir spätestens mit dieser Woche vor einem Scherbenhaufen der deutschen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahrzehnte. Wie war? Wir standen vor einem Scherbenhaufen, und diese Bundesregierung hat den Hebel umgelegt. Es ist richtig, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken müssen, und es ist jetzt richtig, dass wir unseren Verpflichtungen, die Vorgängerregierung nicht nachgekommen sind, im NATO-Bündnis endlich erfüllen. Dafür steht diese Bundesregierung, kein Zweifel daran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will einen zweiten Punkt der Zeitenwende ansprechen, nämlich auch die wirtschaftspolitischen und energiepolitischen Herausforderungen, die wir in Deutschland haben. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass unsere Energiepolitik aus zwei Pfeilern in Wahrheit bestand hat. Auf der einen Seite der Ausbau der erneuerbaren Energien und auf der anderen Seite das billige russische Erdgas. Diese Energiepolitik war auf Schocks nicht vorbereitet. Diese Energiepolitik war falsch. Und zur Wahrheit gehört, dass wir jetzt Dinge tun müssen, auch aus klimapolitischer Sicht, die wir uns nicht gewünscht hätten. In Deutschland fahren jeden Tag, das hat diese Bundesregierung wegen der Fehler der Vergangenheit entscheiden müssen, in Deutschland fahren jeden Tag 30.000 Tonnen Kohle zu den Kohlekraftwerken. Das ist notwendig geworden, weil in der Vergangenheit Fehler gemacht worden sind. Zur Wahrheit gehört, dass wir es geschafft haben, seit September 2022 auch dadurch unabhängig zu werden vom russischen Erdgas. Aber Teil dieser Zeitenwende ist auch das, was wir in den letzten Monaten real in Betrieb genommen haben. Wie haben denn viele in diesem Haus darüber gelächelt, als meine Fraktion, schon zu meiner Zeit im Niedersächsischen Landtag im Übrigen, als meine Partei gesagt hat, wir müssen auch auf LNG-Terminals an der niedersächsischen, an der deutschen Küste setzen. In Wilhelmshaven haben wir es in Betrieb genommen. In Lubmin läuft es jetzt. Weitere werden folgen. Wie richtig ist doch diese Politik der Umsteuerung im energiepolitischen Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wer hätte das noch vor 14 Monaten gedacht, dass Deutschland dazu in der Lage ist? Und wir haben weitere Entscheidungen getroffen in den letzten Tagen, wenn ich beispielsweise daran denke, dass wir die Stromnetze jetzt endlich schnell ausbauen, wenn ich beispielsweise auch daran denke, und das will ich zum Schluss in Richtung der CSU insbesondere sagen, wenn ich beispielsweise daran denke, dass diese Koalition geräuschlos am Dienstag entschieden hat, dass wir gerade im Verkehrssektor nicht eindimensional fahren werden, sondern beispielsweise in Deutschland endlich klimaneutrale Kraftstoffe in Form von E-Fuel zulassen. Ja, ja, Sie mögen jetzt sagen, das haben wir in den letzten Monaten ja auch immer gefordert als CDU und CSU. Die Wahrheit ist, der größte Feind des Verbrennungsmotors, und man kann unterschiedlicher Meinung in der Sache sein, die Haltung meiner Partei und Fraktion ist klar, der größte Feind, der größte Kritiker des Verbrennungsmotors in den letzten Jahren war Markus Söder, der dauernd einen ausgefordert hat für den Verbrenner. Technologie auf Main ist das Gebot der Stunde, und genau dem wird Herr Merz diese Bundesregierung gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeitenwende heißt, Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zeitenwende heißt, mit den liberalen Demokratien der Welt jetzt auch in Form von Freihandel zusammenzuarbeiten. Und deswegen will ich sagen, Herr Bundeskanzler, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute Abend in Richtung Washington abheben. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mit asiatischen Ländern reden und auch mit den südamerikanischen Ländern. Die Zukunft Deutschlands und insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit, um die wir hier gleichermaßen in der demokratischen Mitte besorgt sind, die Zukunft Deutschlands liegt im Handel und in der Kooperation mit den liberalen Demokratien der Welt. Das ist Zeitenwende. Ich danke Ihnen.
Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Fraktion, war das. Er verteidigt und betont nochmal die Haltung der Koalition und der Bundesregierung zu den Beschlüssen der vergangenen Monate, zum Beispiel die militärische Hilfe für die Ukraine, aber auch die Maßnahmen zur Energiesicherung. Dietmar Bartsch für die Linksfraktion. Führt Russland seinen brutalen und unerträglichen Feldzug gegen die Ukraine. Seit mehr als einem Jahr wird in der Ukraine gemordet. Seit einem Jahr wird das Völkerrecht gebrochen. Russische Soldaten foltern, die verschleppen. Infrastruktur wird gezielt zerstört. Mehr als 300 Tote. Deshalb, es muss alles dafür getan werden, dass Russland seinen Krieg endlich beendet. Und da gibt es keine Relativierung meiner Fraktion. Und das ist die Position meiner Fraktion. Aber lieber Herr Merz, wenn Sie hier mit einer ziemlich großen Klappe agieren, will ich Ihren Stellvertreter, Herrn Kretschmer, zitieren, der vom Einfrieren des Konfliktes im November gesprochen hat, damit wir schnell wieder Öl aus Russland bekommen. Kümmern Sie sich um Ihre Fraktion. Und zur Demo nur so viel. Da hat genau bei den Erstunterzeichnern, im Übrigen viele höchst ehrenwerte Persönlichkeiten, da hat genau ein Mitglied der Linken unterschrieben, mehrere Unionsmitglieder, im Übrigen 10 Mitglieder der SPD. Und hier tun Sie so, als wenn wir die alleinige Verantwortung haben. Kümmern Sie sich um Ihren Laden. Mehr Unionsmitglieder hatten unterzeichnet bei dieser Demonstration. Das ist die Wahrheit und nicht hier einseitige Schuldzuweisungen. Und 10 Sozialdemokraten, auch das gehört zur Wahrheit. Nur ein Mitglied der Linken, das ist die Wahrheit. Und meine Damen und Herren, wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler, der ist auch kein Putin-Versteher. Wer Friedensverhandlungen fordert, will das Sterben, der will das Leid in der Ukraine beenden und der will die Möglichkeit der nuklearen Eskalation verhindern. Es muss Schluss damit sein, dass diejenigen diffamiert werden und angegangen werden, die auch nur eine Kritik am Kurs der Bundesregierung äußern. Das kann doch nicht wahr sein. Mich erinnert das an eine Diskussionskultur wie bei Corona. Wie war denn das da? Wer gegen Kitaschließung war, wer gegen Impfpflicht war, der wurde als Aluhut diskreditiert. Das ist doch die Wahrheit. Und es ist so, wer heute gegen Kampfpanzerlieferungen ist und Diplomatie einfordert, der wird aus einer riesigen Allianz, aus der Politik, aus Medien als naiv und russlandfreundlich bezeichnet. Und das ist eine unsägliche Verengung des Meinungskorridors. Und das schadet der Demokratie in unserem Land, meine Damen und Herren. Jürgen Habermas hat in der Süddeutschen Zeitung zu Recht, und ich zitiere ihn, von einem bellizistischen Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung gewarnt, in der die Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht mehr zu Wort kommt. Und meine Damen und Herren, wie absurd ist es da, wenn die hier heute hochgelobte Außenministerin Annalena Baerbock sagt, und ich zitiere sie, unsere Waffen helfen, Menschenleben zu retten. Nochmal, unsere Waffen helfen, Menschenleben zu retten. Nein, 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 auch da hat Habermas recht. Und der ist im Übrigen überhaupt nicht gegen Waffenlieferungen. Aber er sagt, wer Waffenlieferungen, und ich zitiere ihn wieder, hat eine moralische Mitverantwortung für Opfer und Zerstörung. Ich empfehle uns allen hier etwas mehr Nachdenklichkeit. Und liebe Britta Hasselmann, diese unfassbare Selbstsicherheit, die ist wirklich höchst problematisch. Da lobe ich mir die Nachdenklichkeit unseres Bundeskanzlers. Und hier wird permanent unterstellt, was wir so alles tun und machen, das ist einfach die Unwahrheit. Im Moment erleben wir das Gegenteil von Nachdenklichkeit. Diskussionen über Panzerkoalition, Forderungen nach mehr Milliarden für die Bundeswehr, 100 Milliarden sind zu wenig, die 2% müssen überbieten werden. Wenn man findet, in Leopardklamotten irgendwo hinzugehen, das ist überhaupt nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Das sind gefährliche Kriegswaffen. Wer zärtlich von Leo spricht, nein, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Und angesichts der Herausforderung, vor der wir alle stehen, da sind wir uns vielleicht sogar einig, von Armut bis Klimawandel, müssten doch diese Mittel nicht für Wettrüsten, sondern für andere Dinge ausgegeben werden. Da sind wir uns hoffentlich einig. Meine Damen und Herren, im Januar hat der Bundeskanzler gesagt, dem Bundeskanzler wurde vorgeworfen, dass er Deutschland isoliert, wenn es keine Leopard-2-Lieferung an die Ukraine gibt. Da ist bewusst der Eindruck erweckt worden, jedes Land, was über Leopards verfügt, würde Waffen in den Krieg schicken. Und Deutschland
bremst das nur aus. Das war glatte Panzerpropaganda. Richtigerweise liefern die allermeisten Länder heute eben überhaupt keine Kampfpanzer in die Ukraine. Frankreich zum Beispiel keinen einzigen. Ist Macron etwa ein Putin-Versteher oder ein Friedensschwurbler? Über Türkei und Griechenland will ich überhaupt nicht reden, die meisten Leopards haben und nicht einen einzigen liefern. Ich hätte mir gewünscht, dass da der Kurs gehalten wird. Denn eins ist doch klar. Diese Diskussion wird doch dazu führen, dass noch mal einer draufgelegt wird. Und wenn Herr Melnyk jetzt sagt, dass er wettet, dass Deutschland in diesem auch bald Kampfjets liefern wird, ich möchte diese Wette halten und auch sagen, Deutschland wird Kampfjets liefern. Ich wünsche mir nur, lieber Herr Bundeskanzler, dass ich diese Wette verliere. Es wäre nur so gut. Und deswegen nur zum Schluss, meine Damen und Herren. Natürlich darf nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer verhandelt werden. Das ist doch völlig unstrittig. Kommen Sie bitte zum Schluss. Aber auch noch mal, Jürgen Habermas spricht vom vorbeugenden Charakter rechtzeitiger Verhandlungen, die verhindern, dass der Westen nach einem Abnutzungskrieg nur noch vor der Wahl steht, entweder selbst einzugreifen oder der Ukraine ihrem Schicksal zu übergeben. Dieses Szenario muss verhindert werden. Deshalb, wir brauchen eine europäische Friedensinitiative jetzt. Entschuldigung, herzlichen Dank. Dankeschön. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, spricht von einem unerträglichen Feldzug der gegen die Ukraine. Das Völkerrecht sei gebrochen worden. Er kritisiert, dass die militärische Komponente zu sehr und die diplomatische zu wenig betont werde, sagt aber nicht, dass der Kreml gerade vor wenigen Tagen Verhandlungen und ein Kriegsende ausgeschlossen hat. Rolf Mützenich. Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass der Bundeskanzler diese Regierungserklärung für die Regierung, aber auch für die drei Koalitionsfraktionen getan hat. Und ich will betonen, ich ging davon aus, dass diese Debatte versucht, auch vor dem Hintergrund der Aggression Russlands über eine Neuvermessung der internationalen Ordnung ein bisschen heute nachzudenken und Rechenschaft abzulegen. Deswegen möchte meine erste Bemerkung sein, dass es überhaupt gar keinen Zweifel darin bestehen kann, dass der Überfall russischer Streitkräfte auf die Ukraine ein tiefer Einschnitt in die europäische Sicherheitsordnung ist. Es ist der größte Landkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Krieg ist errichtet worden auf Demagogie, auf Lügen, auf Toten, auf Verletzten, auf Vertreibungen und eben letztlich auch auf eine Katastrophe, der die Ukraine gegenübersteht. Und deswegen war es richtig gewesen, dass der Bundeskanzler vor einem Jahr diesen Einschnitt in die europäische Sicherheitsordnung eine Zeitenwende genannt hat. Und damit wird auch dieser Begriff in Zukunft das fassen, was unsere Aufgabe ist, meine Damen und Herren. Und umso mehr will ich aber auch sagen, der Begriff muss über den 24. Februar hinausgehen. Nach meinem Dafürhalten ist der Begriff Zeitenwende zu gehaltvoll, zu notwendig, auch für die gesamten anderen Herausforderungen, denen sich die Bundesregierung, denen sich unser Land, Europa, aber auch die Welt gegenübersteht. Zeitenwende ist auch die nationale und internationale Entwicklung, ist aber letztlich eben auch das, was wir in unserem Land tun, nämlich in den nächsten 20 Jahren den Umbau einer Industriegesellschaft, auch eben genau wegen des Klimas, aber damit auch Deutschland stark bleibt, sozusagen als Zeitenwende zu verstehen. Ja, und die Zeitenwende findet auch in der internationalen Ordnung statt, meine Damen und Herren. Neue Gestaltungsmächte beanspruchen, die internationale Ordnung mitzuprägen. Auch das ist eine Zeitenwende. Deswegen glaube ich, wir befinden uns in Zeitenwenden, in der Zeitenwende, die durch Russland hervorgerufen worden ist. Und das ist eine große Aufgabe, und ich finde, darüber müssen wir heute, aber auch in Zukunft Rechenschaft ablegen. Deswegen bin ich froh, dass die Koalition Verantwortung in dieser Zeit übernommen hat, dass diese Koalition unser Land durch diese Krisen führen will.
Und was wurde nicht alles vorhergesagt in den letzten Monaten? Energieknappheit, Betriebsschließungen. Einige hatten gesagt, es ist gar kein Problem, mal den Schalter von 1 auf 0 zu legen. Nein, das war ein Problem und das haben wir erkannt und deswegen haben wir auch dagegen gesteuert und gleichzeitig auch noch neue soziale Rechte hier im Deutschen Bundestag verabschiedet für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das war wichtig gewesen. Auch das ist eine Zeitenwende, meine Damen und Herren. Einige meinen, und deswegen möchte ich diese Debatte auch zum Anlass nehmen, über das eine oder andere zu reflektieren, was vielleicht manchmal auch etwas leichtfertig in den öffentlichen Raum geworfen wird. Einige meinen, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sei der Kalte Krieg zurückgekehrt. Und es ist ja eine Mode mittlerweile geworden, dann dem neue Begrifflichkeiten zu widmen, nämlich ein Kalter Krieg 2.0. Das ist unzutreffend. Ich glaube, der Kalte Krieg, und wir können froh sein, dass wir ihn überwunden haben, meine Damen und Herren, war gezeichnet und von einem einzigen Macht- und Ideologiekonflikt. Und heute, meine Damen und Herren, ist die Situation eine andere. Deswegen empfehle ich wirklich sehr gut auf die Debatte zu achten, die wir auch hier in Deutschland führen, weil der Kalte Krieg wird woanders ganz anders wahrgenommen. Früher ist der Kalte Krieg auf dem Rücken anderer Länder ausgetragen worden. Deswegen dürfen wir nicht mit der Hybris des Kalten Krieges sozusagen versuchen, die internationale Ordnung neu zu gestalten. Wir müssen darauf aufpassen, dass sich andere Länder nicht ausgegrenzt fühlen in der internationalen Politik, schon gar nicht durch uns. Die Gestalt der Welt ist zu kompliziert, als dass man sie einfach auf ein neumodisches Wort zurückführt. Deswegen ich bevorzuge das, was der deutsche Friedensforscher eine Gestalt der internationalen Ordnung genannt hat, nämlich Dieter Senghas. Schon vor einiger Zeit, er hat von einer zerklüfteten Welt gesprochen. Diese Welt besteht darin, dass 16% der Weltbevölkerung in der OECD-Welt leben. In unserer Welt. Die mag gut vernetzt, die mag manchmal auch sehr bequem sein. Aber das ist nicht die Welt, die da draußen ist. Die andere Welt besteht aus 37% der Weltbevölkerung in 130 Staaten, die sich versuchen, leidlich zu entwickeln oder die abkippen. Genauso wie die Staaten, die schon längst zerbrochen sind. Und die repräsentieren dann auch noch mal 10% der Weltbevölkerung. Und dann, und das ist das Novum, meine Damen und Herren, für die internationale Ordnung, allein in zwei Großstaaten leben weitere 37% der Weltbevölkerung. Und ich finde, wir müssen uns mit dieser Gestalt genauso auseinandersetzen wie die Situation, die durch Russland hervorgerufen worden ist. Aber wenn ich betone, das ist nicht der Kalte Krieg, dann wundere ich mich manchmal schon, welche Sprachmuster aus dem Kalten Krieg in unsere deutsche Diskussion wieder Eingang finden. Da gibt es Expertinnen und Experten, die uns glauben machen, ein nuklearer Krieg sei beherrschbar. Da gibt es Wissenschaftler, die Begriffe von Kriegsfähigkeit und letztlich Pazifismus-Weltmeister in die Debatte bringen. Sweatshirts mit Leopardenmustern werden als öffentliche Manifestation getragen oder Leopardenwitze machen die Runde. Das ist nicht angemessen vor dem Hintergrund der Zeitenwende. Meine Damen und Herren, wir brauchen nicht ständig einen permanenten Ausnahmezustand in der Diskussion, sondern wir brauchen Klarheit und Vernunft. Und ja, ich bedauere sehr, dass, wenn es mal Denkanstöße gibt, wie den von Jürgen Habermas, dann wird er übergangen, dann wird er zur Seite gelegt, abgeheftet oder er wird sogar mit Geschrei und übler Nachrede verfolgt. Ich glaube, Deutschland ist erwachsener genug, sich mit diesen auch manchmal sehr komplizierten Fragen auseinanderzusetzen und dann auch hier der Deutsche Bundestag. Deswegen habe ich versucht, im letzten Jahr den Gestalt der Welt vielleicht zu versuchen, vor dem Hintergrund des Abstimmungsergebnisses in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu zeichnen mit einer Weltkarte. Ja, die Mehrheit von 141 Staaten hat diesen Angriffskrieg verurteilt, genauso auch wieder wie vor zwei Wochen. Und es war gut, dass die Bundesregierung, die Außenministerin, der Bundeskanzler Länder überzeugt hat, weiterhin in dieser großen Koalition dann letztlich auch der Länder zu stehen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns eben auch mit der Situation befassen, dass der andere Teil
der weniger Länder sind, trotzdem der größere Teil, wenn man ihn an der Weltbevölkerung misst und am Bruttosozialprodukt und vielen anderen Dingen auch. Deswegen ist es gut, dass der Bundeskanzler auch gegen manchen vielleicht gut gemeinten Hinweis trotzdem gereist ist, nach Südafrika, nach China, vor wenigen Tagen nach Indien. Man muss mit diesen Ländern darüber reden, wie sie diese Welt sehen und ob sie an unserer Seite sind, um diesen Krieg endlich zu beenden. Und ich kann nur sagen, Herr Bundeskanzler, ist alle Mühen wert. Ich weiß und merke auch, wie anstrengend das ist. Aber ich will nur sagen, es ist auch im Interesse Deutschlands. Und dafür ganz herzlichen Dank. 1937 schrieb Antonio Gramsci: Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Wie aktuell ist dieses Zitat? Und was hat damals Antonio Gramsci vorausgesehen? Deswegen sollten wir uns vielleicht auch an dieses Zitat halten, weil in diesem Zitat eines klar wird. Ja, wir müssen den Monstern entgegentreten, deswegen ist das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine so lange, meine Damen und Herren, der Sicherheitsrat eben nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, gerechtfertigt. Und deswegen unterstützen wir auch die Ukraine mit militärischen Mitteln, mit wirtschaftlicher Hilfe, mit humanitärer Hilfe. Und das ist auch völkerrechtlich verankert. Und trotzdem hat natürlich auch Selbstverteidigung, haben auch wir, müssen wir darauf achten, dass das humanitäre Kriegsvölkerrecht nicht verletzt wird. Deswegen war die Reaktion der Bundesregierung damals richtig gewesen, als Streumunition angefragt worden war, verfügen wir gar nicht darüber, aber wir müssen das in der internationalen Debatte mit einbringen. Und ich will auch sehr deutlich noch mal sagen, ja, wir müssen dem Monster Putin entgegentreten, aber wir müssen genauso versuchen, ihm auch mit den Möglichkeiten des Völkerrechts entgegenzutreten. Deswegen bin ich der Bundesaußenministerin dankbar, dass sie in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof versucht hat, auch eine Plattform zu finden, in dieser Richtung ein Monster aus dieser Realität zu verbannen, meine Damen und Herren. Zum anderen, wenn wir neue Monster aufhalten wollen, müssen wir natürlich auch Rechenschaft über das ablegen, was in der Vergangenheit war. Das tue ich auch. Und ich will hier sehr freimütig sagen, ja, ich habe damals den Artikel von Putin, ich glaube, in der Zeitschrift Osteuropa gelesen. Vielleicht habe ich ihn nicht richtig verstanden oder vielleicht habe ich es unterschätzt. Das gebe ich zu. Aber ich will mal sagen, auch in deutschen Zeitungen ist über diesen Artikel im Feuilleton berichtet worden und nicht in der großen Ausgabe vorne, wenn es um Nachrichten geht. Deswegen bin ich manchmal etwas verwundert in Deutschland über diejenigen, die immer angeblich alles gewusst haben. Ich habe nicht alles gewusst. Und ich finde, diese Demut sollten auch alle anderen haben, die in den letzten Wochen und Monaten immer meinten, alles richtig zu machen. Zum Schluss. Heftige Reaktionen hat es gegeben, auch gegenüber mir. Ich will das bekennen, wenn ich den Begriff der Diplomatie in den Mund genommen habe. Ich habe ihn deswegen erwähnt, weil er genauso wie das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine Bestandteil der Charta der Vereinten Nationen ist. Diplomatie muss gleichrangig auch mit den anderen Mitteln behandelt werden. Anders ist unter dem Aspekt des Völkerrechts internationale Politik nicht möglich. Aber warum habe ich Diplomatie gesagt? Doch nicht, um mit Putin zu verhandeln, sondern das zu unterstützen, was der Bundeskanzler getan hat. Er will dem russischen Präsidenten Eskalationsmöglichkeiten nehmen, die Eskalationsdominanz zu verringern. Und deswegen war es gut, dass China sich angeschlossen hat, zu sagen, das nukleare Tabu muss erhalten bleiben, weil das hat uns erst die Möglichkeit gegeben, so zu handeln, wie wir es getan haben. Und deswegen, meine Damen und Herren, schafft kluge Diplomatie auch neue Räume für entsprechende Möglichkeiten. Und ich finde, das ist auch Aufgabe, die wir von allen anderen Regierungen verlangen können, insbesondere die, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind. Deswegen, Herr Kollege Merz, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, warum der Bundeskanzler nicht mit Journalisten reist. Ich finde das nicht falsch, mit Journalisten zu reisen. Aber wenn er einen Arbeitsbesuch bei Präsident Biden macht,
Was spricht denn dagegen, mit dem wichtigsten Partner in der transatlantischen Allianz in den nächsten Stunden auch diese Gespräche zu führen? Das ist sozusagen eine Existenzversicherung für Deutschland, dass diese Gespräche geführt werden. Und es ist gut, lieber Olaf Scholz, dass Sie das tun. Umso wichtiger ist, dass auch China Verantwortung übernimmt. Ja, ich bin enttäuscht über diesen Plan. Aber im Gegensatz zu vor einem Jahr steht China nicht mehr am Rande, und wir dürfen es auch nicht mehr loslassen, in dieser Situation immer wieder neu zu fordern. Wir dürfen die Welt nicht in ein Schwarz-Weiß aufspalten. Wir müssen jeden Tag nach Gemeinsamkeiten suchen und mehr miteinander teilen, meine Damen und Herren. Auch noch Südpolitik gehört dazu. Sonst werden sich noch mehr Monster unserer Welt bemächtigen. Vielen Dank. Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Fraktion, mit Dank an Kanzlerin und Außenministerin, aber auch mit Selbstkritik, was die eigene Einschätzung der Lage vor einem Jahr angeht, aber auch mit deutlicher Kritik an leichtfertigem Umgang mit nuklearem Bedrohungspotenzial, allzu begeisterter Kriegsrhetorik und zu wenig Gehör für kritische Stimmen und Diplomatie. Alexander Dobrindt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihrer Rede heute sich bei der CDU-CSU-Fraktion für die Unterstützung Ihrer Zeitenwende-Rede bedankt. Diese Unterstützung haben Sie auch nach wie vor. Aber zugegebenermaßen, dem ersten Aufbruch ist leider viel Ernüchterung gefolgt. Es waren große Worte vor einem Jahr, aber es kam keine Wende. Sie haben einen höheren Wehretat versprochen. Sie haben einen niedrigeren Wehretat beschlossen. Sie haben die Vollausstattung der Bundeswehr angekündigt. Sie haben keine einzige Patrone bestellt. Sie haben das 2% NATO-Ziel in Aussicht gestellt, aber 1,5% erreicht. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, das, was Sie heute über Ihre Zeitenwende uns erzählt haben, das deckt sich in keinster Weise mit dem, was international über die Zeitenwende gedacht wird. Der Economist, der schreibt beispielsweise von einem verlorenen Jahr für Reformen. Das Wall Street Journal schreibt, dass der Kanzler, der die Zeitenwende verkündet hat, keine vollzogen hat. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, richtig ist allerdings auch, dass die Zeitenwende das Wort des Jahres 2022 ist. Aber Herr Bundeskanzler, die Zeitenwende hätte nicht das Wort des Jahres, sondern die Tat des Jahres werden müssen. Und das haben Sie versäumt. Sie haben in Ihrer Rede vorhin gesagt, dass Sie das 2% NATO-Ziel einhalten wollen. Diese Zusage gilt. Das waren Ihre Worte. Nein, sie gilt eben nicht. Und warum sie nicht gilt, darüber kann man spekulieren. Möglicherweise liegt es an Ihrer eigenen Fraktion. Der neue Verteidigungsminister, der hat deutlich gemacht, dass das 2%-Ziel, sich daran annähern zu wollen, dass das nicht ausreichen wird, und erfordert 10 Milliarden zusätzlich für den Verteidigungsetat jedes Jahr. Im gleichen Moment sagt Ihre Parteivorsitzende, Frau Esken, dass sie das öffentlich in Frage stellt, dass dieses Geld gebraucht wird. Der Kollege Klingbeil meint, er könnte es unterstützen. Der Kollege Mützenich sagt, Pistorius sollte sich vielleicht mehr um Innen- und Sozialpolitik kümmern. Jeder bei der SPD scheint genau zu wissen, wo er bei der Zeitenwende hin will. Aber einen gemeinsamen Kurs, den haben Sie nicht. Sie haben das 100 Milliarden Sondervermögen heute angesprochen. Sie haben dabei über die F-35 gesprochen. Sie haben nicht darüber gesprochen, dass Sie im letzten Jahr keinen einzigen Euro davon ausgegeben haben. Die zugesagte Beschaffung von 10 Milliarden Munition, die haben Sie nicht erwähnt. Es ist auch überhaupt keine Beschaffung daraus erfolgt. Die ersten Mittel, die jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich ausgegeben werden, die werden verausgabt für Bestellungen, die schon
schon in der letzten Wahlperiode vorgenommen worden sind. Deswegen kann ich Ihnen nur raten, nehmen Sie Ihren Auftrag an dieser Stelle wahr, den wir Ihnen mit den 100 Milliarden mit auf den Weg gegeben haben. Und der heißt nicht zaudern, zögern oder zerreden, sondern beschaffen, beschleunigen und beschützen. Das muss das Motto sein für die 100 Milliarden. Ihrer Verteidigungspolitik mangelt es übrigens nicht nur an den Panzerbestellungen, sondern auch an einem Plan. Im letzten Jahr hätte die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt werden sollen. Man kann interessanterweise auf der Internetseite des Verteidigungsministeriums nachlesen, da steht, die nationale Sicherheitsstrategie formuliert eine Orientierung, was die Zeitenwende für Deutschland bedeutet. Ja, wo bleibt ein Jahr nach Kriegsbeginn diese Orientierung? Auswärtiges Amt, Kanzleramt, Finanzministerium können sich offenbar nicht darauf verständigen. Man darf aber von einer Bundesregierung erwarten, dass sie zumindest bei Fragen der nationalen Sicherheit an einem Strang zieht. Sie schaffen es nicht, meine Damen und Herren. Zu Beginn dieser Woche hat Putins Stellvertreter Medvedev damit gedroht, dass die Ukraine von der Weltkarte verschwinden wird. Wer so spricht, der fühlt sich nicht bedroht, sondern der plant ein Verbrechen. Der plant einen Völkermord. Wir haben in dieser Woche mit der Journalistin Katrin Eigendorf in der CDU-CSU-Fraktion die Chance gehabt, zu sprechen, und sie hat uns bedrückend beschrieben, dass dieser Angriffskrieg alle Elemente eines Völkermordes zeigt. Die Kultur wird zerstört, die Elite wird zerstört, die Kinder werden entführt und umerzogen. Und wer angesichts dieser Situation unsere Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine zum eigentlichen Problem erklärt, der verweigert sich offen dieser brutalen Realität, meine Damen und Herren. Und wer sich dieser brutalen Realität verweigert, der schafft auch keinen Frieden, sondern der blickt auf die Zerstörung der Ukraine. Und da kann aus einem Manifest für Frieden schnell auch ein Manifest für Zerstörung werden. Ich rate allerdings ausdrücklich jedem, auch darauf zu achten, wer bei einer Demonstration neben einem steht. Was sich hier öffentlich versammelt, das ist doch schon längst diejenigen, die im Geiste sich einig sind. Das Hufeisen schließt sich und Sarah Wagenknecht schürt genau dieses Feuer. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein, meine Damen und Herren. In dem Zusammenhang darf man auch den Hinweis geben, ich bin da auch ehrlich empört darüber, Kollege Chrupalla, dass Sie hier dem Westen vorwerfen, er würde die Zerschlagung Russlands wollen. Das ist schlichtweg Putin-Propaganda. Aber dass Sie jetzt auch noch im Jahr 2023 hier im Deutschen Bundestag sich trauen, die Befreier des deutschen Volkes, die Vereinigten Staaten von Amerika, als die Besatzer Deutschlands zu bezeichnen, das ist an Geschichtsvergessenheit nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Und ich würde Ihnen auch, liebe Frau Hasselfeldt, an der Stelle einfach mal raten, Sie haben genau eine Minute gebraucht. Kommen Sie bitte zum Schluss. Sie haben genau eine Minute gebraucht, um in Ihrer Rede auf 16 Jahre zu kommen. Ich würde dringend empfehlen, weniger über 16 Jahre nachzudenken als über die vergangenen 16 Monate. In diesen 16 Monaten haben Sie Deutschland in Europa isoliert. Sie haben auf Unternehmensabwanderungen nicht reagiert. Sie haben die Inflation ignoriert. Sie haben Rekordschulden angehäuft. Und ich sage Ihnen, wir werfen Ihnen nicht die Krisen. Wir werfen Ihnen nicht die Krisen vor, aber wir werfen Ihnen Ihr katastrophales Krisenmanagement vor. Das ist die einzige Wahrheit, um die es hier geht.
Sie war wohl gerade Hasselfeld mit Hasselmann verwechselt in der Rede von Herrn Dobrindt. So, der nächste Redner in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Jürgen Trittin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, das war wohl eben, lieber Kollege Dobrindt, das, was man einen freudschen Versprecher sagte und offenbarte so ein bisschen, mit wem Sie im Streit liegen in den eigenen Reihen. Und einen Punkt will ich Ihnen dann gerne mal, auch kann ich Ihnen wirklich nicht ersparen. Es stimmt, wir müssen investieren. Wir müssen die Bundeswehr besser ausrüsten. Aber vor dem Hintergrund müssen wir eben auch darüber sprechen, dass wir eine Bundeswehr vorgefunden haben, nach 16 Jahren schwarzer Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister, die zum Teil die Qualität hatte der Doktorarbeit ihres einzigen Staatskanzlers zu Gutenberg. Und ja, Zeitenwende ist keine Rolle rückwärts. Wir haben diese Investitionen ins Militär zu machen. Aber in der multipolaren Welt von heute beruht Stärke auf Bündnissen, Stärke beruht auf integrierter Sicherheit. Wir müssen unsere Stärke finden, indem wir wehrhaft, resilient und nachhaltig Sicherheit schaffen. So geht moderne Sicherheitspolitik in dieser Welt. Und das geht erheblich über die Debatte hinaus, was wir an zusätzlichen Mitteln ins Militär, in die Stärkung der Ukraine eingeben müssen. Wir müssten angesichts des Angriffs von Putin auf die Ukraine dort Budgethilfe leisten. Wir waren es, die mit 700.000 Generatoren dafür gesorgt haben, dass seit 14 Tagen in Kiew keine Blackouts mehr sind, nachdem Putin die Stromversorgung und die Wärmeversorgung zerbombt hat. Und ja, wir wissen, das kostet Geld. Und deswegen wird es auch einer Zeitenwende in der Haushaltspolitik bedürfen. Auch da gilt der Satz des Bundeskanzlers, dass die Zeiten heute nicht mehr so sein werden wie davor. Nur ein ganz aktuelles Beispiel. Wir werden nächste Woche 500 Millionen, eine halbe Milliarde zusätzlich in die Europäische Friedensfazilität einbringen müssen. Das ist Geld, das wir brauchen, um Munition dringend benötigt für die Ukraine zu beschaffen. Aber wir werden daneben weiter mehr humanitäre Hilfe leisten müssen. Wir werden investieren müssen in Diplomatie, um jene Koalition zusammenzuhalten der 141 Staaten, die den Rückzug der Russlands aus der Ukraine gefordert haben. Und, meine Damen und Herren, ja, die Unkerei auch aus der Union, was alles passieren wird, wenn Putin uns mit Gas erpresst, sie ist nicht eingetreten, weil wir eine handlungsfähige Regierung hatten. Aber das reicht nicht. Wir werden auch dafür sorgen müssen, dass wir unseren Gasverbrauch, unseren Ölverbrauch zu reduzieren haben. Und deswegen ist es richtig, wie sich die Ampel miteinander verabredet hat, schrittweise fossile Heizungen in den Kellern zu ersetzen. Und deswegen ist es falsch zu glauben, man könne eine Laufzeitverlängerung für Verbrennerautos machen. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion Carsten Klein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon seit über einem Jahr dauert jetzt der verbrecherische, völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den Wladimir Putin über die Ukraine gebracht hat, an. Und wir Freien Demokraten, und ich denke, ich spreche für die große Mehrheit in diesem Haus, verurteilen diesen verbrecherischen Krieg aufs Schärfste. Diese russische Invasion hat sehr viel Leid über die ukrainische Bevölkerung gebracht. Leid, das resultiert aus Angst, Verlust, Tod, schlimmsten Menschenrechts- und Kriegsverbrechen, die dort geschehen. Aber diese Invasion hat auch den Blick geschärft, unseren Blick geschärft auf unsere Verteidigungsfähigkeit, auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Bündnisses.
Und wir haben mit dem Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro ein Instrument zur Verfügung gestellt, um diese Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber noch wichtiger, wir haben dieses Instrument nicht nur, wir haben nicht nur diese Mittel, 100 Milliarden Euro, zur Verfügung gestellt, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, die Ampel hat dieses Instrument auch mit Leben gefüllt. Wir haben Projekte auf den Weg gebracht in diesem Parlament, in diesem Haus. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal dem frisch gebackenen Verteidigungsminister Boris Pistorius und natürlich dem Finanzminister Christian Lindner danken, dass auf der Regierungsseite auch schnell gehandelt worden ist. Wichtige Projekte für die Verteidigungsfähigkeit wie die F-35, Nachfolge des Tornados für die nukleare Teilhabe oder die persönliche Schutzausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Zur Wahrheit gehört dazu, dass heute schon über 30 Milliarden Euro des Sondervermögens gebunden sind für diese Projekte. Fast ein Drittel. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch die Bundesregierung auffordern. Halten Sie bei der Beschleunigung des Tempos nicht an, sondern setzen Sie es vor. Wir brauchen mehr Projekte im Parlament. Wir müssen mehr Projekte beschließen, die bei den Soldatinnen und Soldaten ankommen. Denn unser Ziel muss es sein, dass wir mindestens 50% des Sondervermögens am Ende dieses Jahres für solche Projekte gebunden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere NATO-Partner, unsere europäischen Partner, die haben dieses Sondervermögen begrüßt. Und sie haben es begrüßt, weil wir in diesem Parlament und in der Bundesregierung, weil die Ampel in dieser historischen Situation auch eine historische Entscheidung für unsere äußere Sicherheit, für unsere Sicherheit getroffen hat. Zum ersten Mal in der Geschichte, seit vielen Jahren, ist es gelungen, dass wir nicht nur mehr Mittel für die äußere Sicherheit in 2023 zur Verfügung gestellt haben, im Übrigen 11 Milliarden Euro mehr, als die CDU-CSU-geführte Regierung geplant hat, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass es eine Planungssicherheit für große, wichtige, zentrale Investitionsprojekte, Rüstungsprojekte bei der Bundeswehr geben wird und geben kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb will ich an der Stelle noch einmal betonen, wir alle wollen mit diesen Mitteln unseren Frieden und unsere Freiheit verteidigen. Viele Projekte, die wir hier oft diskutieren, sind nur möglich, wenn wir verteidigungsfähig, wenn wir ein Abschreckungspotenzial haben. Und deshalb glaube ich, gehört es auch zur Wahrheit, dass wir in den nächsten Monaten auch über die Verteilung innerhalb des Haushaltes reden, dass diese Erkenntnis sich auch in der Schwerpunktsetzung des Haushaltes abbildet. Und da will ich zum Schluss nur noch mal daran erinnern, momentan hat die Verteidigungsausgaben ca. 10% des Bundeshaushaltes, 1990 waren es 20%. Und das beschreibt die Aufgabenstellung, die vor uns liegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Johannes Huber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitbürger, Georgien 2008, Krim 2014 und Ukraine 2022 haben eines gemeinsam. Die jeweilige Krise in den Zustimmungswerten des russischen Präsidenten als Folge einer rapide schlechter werdenden gesellschaftlichen Stimmung zu sehen am russischen Finanzmarkt. Auch die im November 2021 geschlossene strategische Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine war als Kampfansage an Donetsk, Luhansk und auch der Krim für den Frieden in Europa nicht hilfreich. Es bleibt aber Putin, der im Dezember 2021 die NATO ultimativ aufgefordert hat, entgegen der Selbstbestimmung der Völker aus allen 14 Ländern in Osteuropa zu verschwinden. Das offenbarte sein strategisches Ziel, sein verlorenes Imperium wiederherzustellen. Ich stimme also jenen zu, die auch Deutschland als strategisches Kriegsziel sehen. Bereits die Sprengung von Nord Stream hat gezeigt, dass Deutschland aufgrund der eigenen Schwäche als Spielball anderen Großmächten ausgeliefert ist. Deutschland wird aber nicht weniger Kriegsziel, wenn wir uns vorauseilend von neoheroisch empfindsamen Schlafwandeln am Rande des Abgrundes auf das Schlachtfeld führen lassen, das in einer Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland immer in Deutschland sein wird. Die führenden westlichen Militärs sagen, dass eine Krim-Rückeroberung nicht sehr wahrscheinlich ist. Ein dortiger Angriff mit Beteiligung von deutschen Kampfpanzern erzeugt aber die Generalmobilisierung von 1 Million weiteren Russen, erhöht gemäß der russischen Militärdoktrin die Wahrscheinlichkeit für den Einsatz von ABC-Waffen und bringt Deutschland endgültig in das Fadenkreuz. Die einzige realpolitische Chance für uns alle und für alle Seiten ist es also, in wenigen Monaten in Istanbul, Budapest
oder meinetwegen auch Jerusalem die Verhandlungen wieder aufzunehmen und nicht weiter im Westen nichts Neues zu spielen. Mögliche Gebietsgewinne wären für Putin dabei höchstens ein wenig gesichtswahrender Pyrrhus-Sieg. Die Ukraine wird aber weiter existieren und verteidigungsfähig sein. Genau damit sollte Deutschland endlich anfangen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Nils Schmidt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, dieser Überfall Russlands auf die Ukraine stellt eine Zeitenwende dar. Aber ich will in dieser Debatte daran erinnern, zuvörderst für die Ukraine selbst und natürlich auch mit dramatischen Auswirkungen auf den Aggressor und auf das Land Russland. Für die Ukraine eine historische Katastrophe. Sie ist erneut Opfer geworden von übermächtigen Nachbarn. Und für Russland mit noch nicht absehbaren dramatischen Folgen, ja auch eine Tragödie für die russische Gesellschaft, die erneut als Aggressor auftritt. Und wenn wir auf die Ukraine schauen und den heldenhaften Widerstand der Ukraine betrachten, dann ist das nicht nur militärisches Agieren, sondern dieser Widerstand baut auf einer Zivilgesellschaft, auf einer selbstständigen Nation, die seit der Unabhängigkeit vor mehr als 30 Jahren sich als Staatsbürgernation entwickelt hat, eigenständig über sprachliche und mögliche ethnische Grenzen hinweg, egal ob man Russisch oder Ukrainisch spricht. Diese Menschen in der Ukraine haben vor 30 Jahren entschieden, als unabhängige Nation einen eigenständigen Weg zu gehen. Und dass dieser Widerstand so erfolgreich ist, hat viel damit zu tun und straft auch all jenen Lügen in Deutschland und anderswo, die die Ukraine nur als einen Wurmfortsatz Russlands betrachten und eben nicht als eigenständige Nation sehen. Und das ist auch eine Lehre aus dieser Zeitenwende, dass wir nie mehr Ukraine oder andere selbstständige Nationen im Osten Europas als quasi Anhängsel von Russland betrachten dürfen. Ja, und diese starke Zivilgesellschaft ist kreativ im Widerstand gegen den Besatzer und Aggressor. Und diese Zivilgesellschaft, diese ukrainischen Bürgerinnen und Bürger kämpfen nicht nur, sondern sie verteidigen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit selbst im Krieg. Es sind unabhängige NGOs und Medien, die Korruption aufdecken und eine Regierung, die auch im Krieg entschlossen dagegen vorgeht. Und damit ist auch klar, dass die Ukraine für europäische, für demokratische Werte kämpft und deshalb unsere Unterstützung gerade auch in dieser Zeit verdient. Und diese Ukraine ist verbunden historisch, geschichtlich und menschlich mit Russland. 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben nahe Angehörige in Russland. Aber seit der Krim-Annexion und erst recht seit diesem furchtbaren Krieg ist natürlich die Kluft zwischen Ländern größer und fast unüberwindbar geworden. Und das hat viel mit den Zuständen in Russland zu tun. Nicht nur mit der Aggression, sondern auch mit der gesellschaftlichen, politischen Grundlage, dem Nährboden für russischen Imperialismus, der bis heute andauert. Und wenn wir in das Russland nach der Zeitenwende schauen, dann sehen wir einen Staat, eine Gesellschaft, die zurückgeworfen ist in düstere Zeiten, mit Tausenden in Gefängnissen, Opposition und Zivilgesellschaft zermalmt und überhaupt keinen Blick in weiten Teilen der Gesellschaft für die Verantwortung Russlands der Kriegsverbrechen aktuell in der Ukraine, aber auch, wenn man in die Geschichte zurückschaut, wenig Anerkennung und wenig Auseinandersetzung mit den Taten und den Tätern der Unterdrückung der Gesellschaft zu Zeiten der Sowjetunion. Ja, man hat Denkmale für die Opfer der Sowjetunion und des Stalinismus errichtet, aber die Täter wurden nicht verfolgt. Und deshalb zeigt gerade dieser Krieg Russlands in der Ukraine, dass keine Zukunft ohne Gerechtigkeit möglich ist. Und deshalb treten wir zusammen mit unseren ukrainischen Freunden dafür ein, dass auch diese Kriegsverbrechen, die aktuell begangen werden, nicht straflos bleiben, dass Gerechtigkeit für die Ukraine möglich wird und dass auch Russland die Chance bekommt, Gerechtigkeit walten zu lassen, um selber
als gerechter Staat in die Zukunft starten zu können. Auch an dieses will ich heute aus Anlass des Jahrestages erinnern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Robin Wagener für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor fast genau einem Jahr wachten Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vom Donner von Explosionen im ganzen Land auf. Bis zuletzt hatten unsere Außenministerin und der Bundeskanzler alles Diplomatische versucht, um diesen Einmarsch zu verhindern. Und es war allein das verbrecherische Regime im Kreml, das sich in alleiniger Verantwortung dafür entschieden hat, die Grenzen zur Ukraine mit den Truppen zu überschreiten und alle diplomatischen Versuche für den Frieden in den Wind zu schlagen. Und wer das nicht klar auf dem Schirm hat, der ist moralisch bankrott. Und da hilft einem auch keine mit 10-1 liegen, andere vielleicht auch falsch, Distanzierung oder was immer das war. Ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht verstanden. Wenige Tage nach dem Überfall sprach ich mit Alina Janschenko, einer Abgeordneten der RADA, meine Kollegin in der ukrainisch-deutschen Parlamentariergruppe. Aus Kiew sagte sie mir übersetzt, heute lebe ich, ich weiß nicht, was morgen ist. In zwei so kurzen Sätzen die Realität dieses Angriffskrieges so gut zusammengefasst. Aber sie sagte mir auch, hab keine Angst, denn Angst ist Putins Mafia-Methode. Und genau wie Präsident Zelensky blieb Alina Janschenko genau mit der Mehrheit der Abgeordneten der RADA in Kiew, während russische Truppen schon in den Vororten waren, während klar war, dass die russischen Invasionstruppen Todeslisten dabei hatten, auf denen auch viele Abgeordnete standen. Im Laufe des Jahres kam die RADA 46 Mal im Plenum zusammen und verabschiedete 384 Gesetze, ein Ausdruck der zentralen Rolle des Parlaments in der demokratischen Ukraine, selbst in Kriegszeiten. Und es kommen auch immer wieder Abgeordnete in diplomatischer Mission hier nach Berlin, darunter Ina Sofsun zum Beispiel. Im vergangenen Herbst berichtete sie mir, wie sie in der U-Bahn Schutz suchte. Und während russische Raketen in der Hauptstadt einschlugen, fragte ihr 10-jähriger Sohn sie, Mama, war die Explosion gerade eine normale Bombe oder eine Atombombe? Ein Jahr nach dem russischen Überfall verneige ich mich vor dem Mut und der Entschlossenheit unserer ukrainischen Kolleginnen und Kollegen im Parlament, aber in der ganzen Gesellschaft, auch in der Ukraine. Der russische Überfall hat vielen in Deutschland den Schleier von den Augen gerissen. Von Grosny, Suchumi über Aleppo bis nach Mariupol. Der Bogen russischer Verbrechen ist lang. Als Deutsche müssen wir die richtigen Lehren daraus ziehen und unsere Politik gegenüber Russland, aber auch unsere Politik in der Partnerschaft mit unseren Freundinnen und Freunden in Mittel- und Osteuropa ändern. Zeitenwende bedeutet den Anfang davon, den haben wir gemacht, und die weiteren Schritte müssen wir zusammen gehen. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest und unverbrüchlich an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde. Wir teilen die Werte der Demokratie, Freiheit und des Friedens. Diese Werte und die Menschen, die dafür einstehen, werden wir niemals aufgeben. Das haben wir am 27. Februar des letzten Jahres beschlossen. Es gilt heute am 372. Tag des Angriffskrieges, und es bleibt dabei. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine, bis die letzten Invasionstruppen das Land verlassen haben, bis unsere Freundinnen und Freunde ihr Land in Frieden und Freiheit wieder aufbauen können, bis Europaabgeordnete aus der Ukraine unseren Kontinent gemeinsam mitgestalten. Ihr könnt euch auf uns verlassen, Oleksiy Makejew, Slava Ukraini. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Sena Abdi für die Fraktion, für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, schon vor einem Jahr stand ich genau hier und habe im Anschluss an die viel zitierte Rede unseres Bundeskanzlers über die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gesprochen. Und noch immer herrscht dieser schreckliche Krieg. Viele der Sorgen, die wir uns damals gemacht haben, sind eingetroffen, bedauerlicherweise. Vieles konnten wir auch erfolgreich abwenden. So kamen wir in Deutschland trotz aller Befürchtungen dank einer klugen Energiepolitik gut durch den letzten Winter. Und während sich derzeit die politische Debatte viel um die Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine dreht, beschäftigt sich die Entwicklungspolitik mit der Frage,
wie die Menschen in der Ukraine hier, hier und jetzt sowie zukünftig ihren Alltag bewältigen können. Die deutsche Entwicklungspolitik leistet in der Ukraine mit ihrer Vielfalt an Instrumenten eine enorm wertvolle Unterstützung. Seit Kriegsbeginn unterstützen wir die Ukraine mit rund 652 Millionen Euro. Und im Zentrum der Zusammenarbeit stehen die akuten Bedürfnisse der Menschen sowie der langfristige und strukturelle Wiederaufbau des Landes. Wir unterstützen bei der Etablierung des Stromnetzes, der Wasserversorgung, des Bildungs- und Gesundheitssystems und wir schaffen Wohnraum für Geflüchtete. Und ermöglicht wird die wertvolle entwicklungspolitische Arbeit durch staatliche Akteure wie die GIZ, die KfW, zahlreiche NGOs, unsere Partner vor Ort, die über 120 deutsch-ukrainischen kommunalen Städtepartnerschaften und durch eine Bundesentwicklungsministerin, die auch in schweren Krisenzeiten den Überblick behält. Die befürchtete Folge des russischen Angriffskrieges, eine globale Hungerkrise, ist eingetroffen. Viele Partnerländer äußern derzeit die Sorge, dass ihre Krisen aufgrund des Krieges vergessen werden. Und so leiden zum Beispiel Menschen am Horn von Afrika derzeit an einer gravierenden Hunger- und Klimakrise. Doch auch diese Krisen verliert die deutsche Entwicklungspolitik nicht aus den Augen. So reagiert das BMZ auf die Notlage am Horn von Afrika umgehend und unterstützt dort durch hohe finanzielle Summen. Auf diese Weise wird im Rahmen von Partnerschaften Vertrauen geschaffen. Dieses Vertrauen bleibt lange erhalten und es ist auch in unserem wirtschaftlichen, ökologischen und diplomatischen Interesse. Wir müssen die Krisen unserer Zeit aktiv angehen, bevor sie eskalieren. Eine gut durchdachte Zeitenwende stellt die Entwicklungspolitik daher zwangsläufig in ihren Mittelpunkt. Oder wie es schon Willy Brandt sagte, Entwicklungspolitik von heute ist Friedenspolitik von morgen. Konkret bedeutet das für die Entwicklungspolitik in der Zeitenwende, wir brauchen eine den globalen Herausforderungen angemessene und beständige Finanzierung. Das 0,7% Oder-Ziel und die 1:1-Regel des Koalitionsvertrages müssen dabei handlungsweisend sein. Zusammenarbeit auf Augenhöhe darf keine leere Floskel sein. Wir müssen diesen Ansatz mit konkreten Inhalten umsetzen. Und dies gelingt durch fair ausgestaltete Handels- und Rohstoffabkommen, durch eine stärkere Miteinbindung von Entwicklungsländern in internationalen Formaten wie im Klimaclub oder zuletzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz und durch eine Reform der Weltbank zugunsten wirtschaftlich schwacher Staaten. Und zuletzt die großen Probleme unserer Zeit, wie die Klimakrise, Hungersnöte und Fluchtbewältigung, bewältigen wir niemals allein mit einer militärischen Denkweise. Als vorausschauende und strukturschaffende Friedenspolitik ist die Entwicklungspolitik ein wesentlicher Bestandteil der Zeitenwende. Wir benötigen die Entwicklungspolitik für eine internationale Politik, die zukunftsfähig, krisenfest und sozial gerecht ist. Sie schafft Vertrauen, sie baut langfristige Partnerschaften auf und in diese Partnerschaften müssen wir investieren. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren! Ihre Zeitenwende bedeutet, dass Sie Deutschland mit der falschen Parole Frieden schaffen durch Waffen in den durch Selenskyj angeführten US-Stellvertreterkrieg immer tiefer gegen Russland hineinziehen wollen. Die neuen Sanktionspakete gegen Russland haben unsere eigene Wirtschaft in die Knie gezwungen, aber eben nicht die russische Wirtschaft und bieten den USA jetzt die Möglichkeit, große Teile unseres Mittelstandes und der Industrie abzuwerben und den Konkurrenten Deutschland auszuschalten. Die wirkliche Zeitenwende begann am 26. September 2022, als in der Nacht die Nord Stream Pipelines durch die USA und Norwegen in den Meeresgrund hineingesprengt wurden. So wurde die Basis unserer Energieversorgung, Industrie und unseres Wohlstandes angegriffen.
Nach China fordert jetzt auch Ungarn die Untersuchung der Vereinten Nationen zu dem Angriff auf die Nord Stream Pipelines. Ergebnis dieses terroristischen Anschlags ist die totale Abhängigkeit unseres Landes von den USA. Dieser Terroranschlag müsste eigentlich den NATO-Bündnisfall auslösen, was aber nicht geht, weil die Hauptmacht des Bündnisses eben der Terrorist USA selbst ist. Sie, Herr Scholz, machen Deutschland zum Vasall der USA, bürden uns die Lasten des Ukraine-Krieges auf, den die USA seit 8 Jahren mit Kiew vorbereitet haben, um Russland zu schwächen und den nächsten Krieg und die Auseinandersetzung mit China vorzubereiten. Liebe Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leute, ich sage euch aus tiefster Sorge für die gegenwärtige Lage, wir stehen am Rande einer nuklearen Katastrophe, auch wenn Klugschwätzer das Gegenteil behaupten. Wir brauchen einen Waffenstillstand, diplomatische Verhandlungen und den Ausschluss weiter kriegerischer Handlungen, damit tausende Menschen in der Ukraine nicht sterben. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die Menschen sollen leben und das Morden muss aufhören. Der nächste Redner in dieser Debatte ist Wolfgang Helmich für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ich muss erst mal mit der schlechten Luft hier zurechtkommen. Aber Herr Botschafter, lassen Sie sich nicht von solchen Reden oder von anderen Reden hier irritieren, weil dieser Bundestag und diese Bundesregierung, wir werden gemeinsam hinter der Ukraine stehen und ihnen alles geben, solange sie es notwendig haben, solange wir ihrem Volk geholfen werden muss und solange der Krieg auch nicht beendet wird, weil das werden wir an Unterstützung für sie leisten. Andere Stimmen hier, vergessen Sie, die spielen da keine Rolle. Es ist Putins Angriffskrieg, der die Abschreckungs- und Verteidigungspolitik ins Zentrum der Sicherheitspolitik gerückt hat. Ob wir wollten oder nicht, es ist die Realität und in dieser Realität sind wir angekommen. Die Einigkeit von EU und NATO, der gemeinsame Wille, die demokratische Ordnung zu verteidigen, erfordert das, was wir gerade in diesen Bündnissen tun. Bündnissolidarität erfordert auch mehr militärische Fähigkeiten und Mittel, um eine wirksame Wehrhaftigkeit unserer demokratischen Ordnung auch organisieren und abschrecken gegenüber Putin auch deutlich machen zu können. Die Bundeswehr steht im Fokus. Sie steht im Fokus der Bündnisverteidigung. Unsere Bündnispartner schauen sehr genau darauf, was wir tun und was wir entscheiden. Die Herausforderungen sind groß. Wir müssen Lücken schließen. Wir müssen Materialabgaben wie die Leos, die Marder, die Haubitzen und Munition ersetzen. Und wir müssen unsere Bündniszusagen mit voll ausgestatteter Division, mit Schiffen und Flugzeugen für die NATO bis 2025 auch erfüllen. Das haben wir zugesagt. Das müssen wir auch tun. Und viel ist schon geschehen, entgegen dem, was hier von der Opposition verkündet wird und erzählt wird. Die Entscheidungen zur F-35 sind genannt worden. Die persönliche Schutzausrüstung und die Ausrüstung ist angekommen. Der Aufwuchs des Haushalts, mehr als 50 Milliarden Beschleunigung der Beschaffung und nicht zuletzt das 100 Milliarden Sondervermögen. Wir haben in Europa Führung übernommen mit der Europäischen Verteidigungsinitiative für die bodengebundene Luftverteidigung. Und entgegen aller Kritik ist dieses alles wirksam und unsere Bündnispartner folgen uns auch. Und es stimmt eben nicht, dass das 100 Milliarden Sondervermögen in diesem Jahr irgendwie wirkungslos gewesen wäre. Der Kollege Klein hat schon darauf hingewiesen, 30 Milliarden davon, 30% sind in Verträgen gebunden und werden realisiert werden. Er erwartet in diesem Jahr 60%. Und alle, auch die, die ihn öffentlich kritisiert haben, da wäre ja noch nichts angekommen, die alle wissen ganz genau, abgesehen davon, das stimmt nicht, sie alle wissen ganz genau, dass Rüstungsproduktion nicht von heute auf morgen geschehen kann. Und deshalb danke ich den Soldatinnen und Soldaten, die nämlich mit großer Geduld in vielen Einsätzen dort, wo sie für die NATO an den Grenzen des Bündnisgebietes ihren Dienst tun, sei es im Baltikum, sei es im Süden, sei es in der Ausbildung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die ihren Dienst tun und dieses auch ertragen, und sie wissen es.
Sie wissen, dass es Zeit braucht, und Sie setzen darauf, dass wir unsere Zusagen einhalten, mit höchstem Tempo auch dran zu arbeiten, diese Lücken zu schließen und Ihnen das Material in die Hand zu geben, das Sie für Ihren Dienst auch brauchen. Zum Abschluss dieser Debatte, ja, Freiheit ist nicht umsonst. Freiheit wird uns etwas kosten. An dieser Stelle sind keine Haushaltsdebatten zu führen, sondern an der Stelle ist klarzumachen, dass wir zu den Zusagen, die wir getroffen haben, dass wir zu unseren Soldatinnen und Soldaten stehen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich gehe jetzt in den Maschinenraum, wo offensichtlich der Minister schon ist, um an dem Rad zu drehen, dass alle unsere Zusagen umgesetzt werden, dass Prozesse beschleunigt werden und dass die Soldatinnen und Soldaten das bekommen, was sie für ihre Arbeit auch brauchen. Schönen Dank. Ich schließe die Aussprache.